Dann brauchen wir nur noch so einen perfekten. Aber erstmal sollten wir hier ein bisschen kämpfen. Und zwar sollte ich jetzt keine Ausdauer für die ausgeben, denn die brauchen wir jetzt ja auch schon für die Bäume. Und dann lege ich mich gleich mal mit einem Grizzly an. Der steht nicht auf dem Jägerplan zum Jagen. Das heißt, den kann ich, ja, ohne schlechtes Gewissen hier wegballern. Ohne halt mich ärgern zu müssen, dass ich den eventuell mit dem Jägerberuf hätte machen sollen. Okay. Eventuell ist er doch ein Stück zu stark für uns. Ja, mit der richtigen Technik geht's. Wie gesagt, ein Fernkämpfer hat mir schon seine Vorteile. Die Gegner immer nur so einen bestimmten Radius haben, auf dem sie bleiben und danach hauen sie wieder ab. Wie man jetzt sieht. Hat man als Fernkämpfer, wie gesagt, schon seine Vorteile, auf jeden Fall. Damit kann man nämlich auch die stärksten Gegner dann relativ easy platt machen. Ach du Scheiße, jetzt haben wir hier diese blöde Kiste hinter. Das war jetzt aber nicht geplant. So, wir können hier angeln. Aber das mache ich lieber mit dem Anglerberuf offscreen. Jetzt habe ich auch endlich verstanden, was das bedeutet. Das ist nämlich gar keine Kiste, gar kein Schatz, sondern das ist ein Käfig. Man sieht sogar die Augen da drin. Da haben wir die Bestie quasi drin festgehalten, die wir gerade eben gefangen haben. Oh, und hier ist eine große Eiche. So. Ach du Scheiße, wir haben doch noch mehr Beute. Warum denn? Warum gibt das denn alles Beute? Alles klar, dann hole ich mal meinen Pfeil und Bogen raus. So, und dann auf Wiedersehen. Aber das ist auch nicht die große Eiche, die ich eigentlich machen wollte. So, ist schon besser. Aber so ein Edenholzscheit kriegen wir trotzdem momentan nicht. So, ich stehe den Kram mal hier ab, weil hier muss ich ja eh hin zurück. Dann renne ich mal vom Grizzly weg. So, 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 so. Dann halt so. Ich will so einen verkackten Edelholzscheiter haben jetzt. Okay, die sind eigentlich friedlich, nur die Grizzlies sind von vornherein böse. Die Heißhölzer gehen eigentlich. Hier sind die ganzen Geister. Moment, wir können gegen die Geister kämpfen? Alles klar. Das sind unsere Freunde. Holzwände wird 2. Gut, dass wir das vor diesem Baum geschafft haben.
irgendwie das Gefühl, als wenn das nicht viel bringen würde. Okay, also ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen im Holzhacke steigen, bevor wir hier was ausrichten können. Ja, okay. Das lassen wir dann mal. Gut, der ist auf jeden Fall noch eine Nummer zu groß für uns. Was sagen unsere Quests? Heute gibt's gehackt. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Besorg mir ein Ede-Eichenscheid. Ja, das ist das Einzige, was wir noch nicht haben. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Chance eh 1 zu 99. Also bei 1% liegt die Chance, dass wir einen Edeleichenscheid bekommen. Und da wir bislang nicht ganz so viele Bäume gefällt haben, ist die Chance natürlich auch nicht so ganz groß gewesen, dass da einer rauskommt. Okay, Moment. Okay, das ist scheiße gewesen. Oh, fuck. Lässt ihr den Scheiß da in Ruhe? Oh Gott. Nein, nicht unsere schöne... Oh! Wetten, da wäre der Edeleichenscheid drin gewesen, in dieser scheiß Kackkiste. Und ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe vergessen, dass wir... Ist das eine Kacke? Ich habe vergessen, dass wir ja die Kiste stehen lassen und hier den A-Knopf drücken. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt vernünftig ausweiche, dann kriegen wir es mit der Kiste schon hin. Oh, nee. Ich bin mir relativ sicher, dass es den Edeleichenscheid nur aus sowas gibt, weil sonst hätten wir den bestimmt... Auf jeden Fall wäre das Besonderes drin gewesen, so eine Kacke. Ärgerlich. Dann haben wir schon zum Glück und so eine große Eiche gefunden und dann verlieren wir den Kack gleich hier wieder. Und so einen Grizzlybär hatten wir auch noch. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Na, dann gehen wir halt, nachdem wir gegen den großen Baum nichts ausrichten konnten und den ganzen Kack hier verloren haben, reisen wir zurück zum Meister. Ärgert mich schon. Dann level du uns mal auf. Ja, 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 bla bla, berichten. Gib uns 210 Sterne, das reicht für den nächsten Rang. Wow, super. Wir sind jetzt Lehrling. So. Technik-Eifer. Glückwunsch, du hast den Lehrlingsrang erreicht. Die gute alte Grasebene hat etwas von ihren Reiz eingebüßt, nicht wahr? Wenn du zu neuem bereit bist, sieh dich doch mal auf der Schnittspitze im Urforst oder in Puerto um. Die sagen alle, wir sind nach Puerto, aber ich glaube, wir sind von der Story her noch nicht weit genug, dass wir nach Puerto können. So, wir können erstmal 2 weitere Punkte verteilen. Stärke haben wir erstmal genug, da wir immer noch mit Dingens kämpfen, mit Bogen. Machen wir das hier nochmal um 2 nach oben. Nee, nur um 1. Jetzt erhöhen wir mal das Glück, dass wir mal ein paar mehr Crits machen hier. So, und dann können wir nochmal auf unsere Questliste gucken, was jetzt mit Lehrling neu dazu gekommen ist. Besorge ein Edel. Okay, das hatten wir vorher schon. Benutze 10-mal Eifer. X gedrückt halten. Besorge ein Pinienscheid auf der Schnittspitze. 5 Pinienscheide, 10 Pinienscheide. Besorge ein Edelpinienscheid von einer Pinie oder einer großen Pinie. Okay, das ist wahrscheinlich genauso selten wie diese Edel-Dingens, wie diese Edel-Eichen, die wir jetzt hatten. Aha. Oh, 3 Edelpinienscheide, okay. Fälle eine große Pinie auf der Schnittspitze und streiche als Holzfäller eine Beute ein. Ja, die Beute haben wir gerade eben leider verloren. Insgesamt 50 Bäume fällen, davon haben wir 15 bislang. Den Rest haben wir. Zum Glück ist es keine Quest, dass wir die Beute von einer großen Eiche mit nach Hause bringen müssen. Wenn das, habe ich ja gerade eben verkackt, dann wäre das noch 15 mal ärgerlicher.
Es wird Nacht. Dann nehme ich hier mal den Eichenschalt noch mit. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch die Möglichkeit, uns... Oh, guten Tag. Das Kastellkupfer nehme ich natürlich auch noch mit. Da bleibt mir eigentlich nur noch die Möglichkeit, die Kuhmilch hier mitzunehmen. Weil wer weiß, wenn der irgendwann doch 10 haben will. Und dann haben wir zumindest schon mal angefangen, den Kram zu sammeln. Aber ich wollte eigentlich gucken, ob hier im Wald wieder welche sind. Oh, der Waldgeist, Capillis. Und da ist auch eine... Ist das eine große? Hier vorne? Nee. Die waren ja so weit vorne, dass es aussah wie eine große. Ach du Kacke. Ich denke mal, unser X-Angriff ist wesentlich stärker geworden als vorher. Okay, jetzt noch 20. War es eben auch einfach ein kritischer Treffer. Obwohl, wir haben auch die Schwachstelle damit getroffen. Das war wahrscheinlich damit noch ein weiterer Vorteil. Ich mag das Holzfällen eigentlich. Ich mag das sogar noch lieber als den Rest, würde ich gerade so sagen. Obwohl, na, nee, das Bogen, mit vollem Bogen das Monsterjagen macht schon Spaß. Ich mag eigentlich alles an dem Spiel. Das Angeln hat auch Spaß gemacht. Es gab noch nichts an diesem Spiel, noch gar nichts, noch absolut überhaupt nichts, wo ich sagen muss, das hat sich ein bisschen gezogen oder das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut umgesetzt. Es macht alles megamäßig Spaß. Ich will halt nur jetzt zum Beispiel jetzt nicht wieder in den Wald gehen und 58 Holzstücke sammeln, wie ich jetzt eigentlich gerne machen würde. Weil ich finde, das wäre dann mega langweilig. Wir haben schon viel zu viel geangelt in den ersten Parts. Das tut mir jetzt im Nachhinein noch sehr leid. Auch wenn ich, wie gesagt, das gehört mir zum Let's Play dazu, weil das gehört mir zum Spiel dazu. Deswegen leid tun sollte es mir eigentlich nicht. Aber ich kann schon verstehen, dass es dann, wenn man schon nur 20 Minuten Parts maximal macht auf YouTube von diesem Projekt, dass dann der eine oder andere auch was vom Spiel sehen möchte in der Zeit. Und wenn wir dann den ganzen Part nur angeln, dass es dann vielleicht ein bisschen ist. Ja, kann ich dann wie gesagt schon nachvollziehen. Aber deswegen werde ich ja sowas wie Angeln und so einen ganzen Kram jetzt im Nachhinein machen. Und hier haben wir wohl eine weitere Quest, die wir auch mal kurz mitnehmen können. Ah, Marcy, du und ein kleiner Flatterling sein. Das muss ein kleiner Flatterling sein. Du kommst gerade richtig. Hier, nimm die. Ich habe viel zu viele gesammelt. Dreimal Quellwasser. Dreimal Grasebenenhonig. Deine P sind schnell leer, wenn du läufst und einen kleinen Happen... ein kleiner Happen kann Abhilfe schaffen. So, zurück an die Arbeit. Passt auf euch auf. Moment. Was ist denn? Wir wollen auf einem Pferd reiten. Oh, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr Kunden seid. Reiten ist wunderbar und es ist gut für die Gesundheit. Es ist gutes Timing für Rücken, Bauch und Po. Training, natürlich. Es ist auch gut für die Haltung. Die schlanke Figur, die ihr von euch seht, kommt ganz allein vom Reiten, müsst ihr wissen. Ja. Ihr könntet genau wie ich beim Reiten eure Muskeln definieren. Es scheint nicht so wirksam zu sein. Hör, was hast du gesagt? Nichts, gar nichts. Naja, egal. Genug Zeit verschwendet. Ein Pferd ist nützlich, weil es dich schnell reisen lässt, ohne dein EP aufzubrauchen. Sie finden wieder nach Hause, also kannst du einfach absitzen, wenn du dort angekommen bist. Sie sind so schlau. Wenn du absitzt, bevor du angekommen bist, laufen sie allerdings auch nach Hause. Sie warten nicht lange, also pass besser auf. Sind überraschend defizient, oder? Egal, probieren wir es aus, Marcy. Können wir bitte eins ausleihen, Betty? Nicht so schnell, ich leihe sie nicht einfach jedem aus. Wenn du nicht genug gewonnen hast, kannst du dich nicht, kann ich dich nicht reiten lassen. Ich weiß nicht, ob du bereit bist. Wieso? Wenn Leute, die nicht genug gewonnen haben, reiten, kann das recht gefährlich werden. Pferde spüren das. Sie müssen mit ihrem Reiter zufrieden sein. Sie haben Leute abgeworfen, mit denen sie nicht zufrieden waren und sie mit Pferdeäpfeln bedeckt. Ekelhaft. In der Tat, sehr unangenehm. Deshalb verleihe ich sie dir nicht an Leute, die nicht genügend Wonne haben. Oh, und wenn du genug Wonne gesammelt hast, kannst du dein ganz eigenes Pferd kaufen. Wenn das Pferd dir gehört, läuft es nicht mehr weg, wenn du abspringst. Du kannst ihm auch einen Namen geben. Das ist doch toll, oder? Das wäre ja richtig klasse.
Wenn ihr ein Pferd ausleihen wollt, spricht einfach mit meinem Mitarbeiter. Ich hoffe, ihr genießt das Reiten und denkt daran, ihr könnt auch so gut wie ich aussehen. Alles klar. Dafür müssen wir erstmal die Wonne-Sache Reiten da bekommen. Also die Wonne-Belohnung. Die haben wir ja noch nicht. Dann können wir auch reiten. Aber wie gesagt, bislang sind die Entfernungen so nah, dass ich es auch noch nicht unbedingt gebraucht habe. Eventuell in Zukunft mal. Ich schaue mich nochmal kurz um, ob hier irgendwo Bäume sind, die ich noch fällen kann. Weil ich werde gleich alles, was wir an Holz gesammelt haben, bei uns zu Hause reinpacken. Dann fangen wir mit dem Schürfen an und dann werde ich offscreen, wie gesagt, mal noch ein bisschen unterwegs sein. Super. Aber nur normale Eichenscheite. Ja, dann werde ich, wie gesagt, ein bisschen offscreen unterwegs sein und noch ein paar mehr Materialien sammeln, sodass wir beim nächsten Mal auf jeden Fall genug beisammen haben. Dann werde ich ein bisschen Hölzer sammeln, ein bisschen Fische angeln, sodass wir auch ein paar Nebenquests hier vielleicht beenden können. Wäre ja auch eine coole Sache. Und im nächsten Part dann quasi ein bisschen mehr vorbereitet sind. Und ich nicht 98 Parts im Voraus aufnehme, bevor wir überhaupt mit der Story weitermachen. Das wäre auch ein bisschen vorteilhaft, auf jeden Fall. Ich habe eure Rückmeldung noch gar nicht in diesem Let's Play gesehen. Harmony, oho. Oho, ich bin Harmony. Ja, was willst du denn? Ah, oh, Wildblumen, derart exzellent für meine Kunst. Weißt du, was ich meine? Willst du mir also helfen? Ich brauche 10 Rotglöckchen. Könntest du mir für mich sammeln gehen? Ich gebe dir für 200 Gulden. Einen Sonnenuntergang, ja, eine Abendrotpapete. Okay. Ich habe leider noch nicht 10. Aber das sollte kein großes Problem sein. Und das ist eine Sache, die ich offscreen farmen kann. Wie gesagt, so die ganzen Nebenaufträge kann ich ja eventuell offscreen ein bisschen abfarmen. Wie die Banditen abschießen und so einen ganzen Quatsch. Wäre auf jeden Fall von Vorteil. Oder mal gucken, wo es den cool gibt. Aber hier scheint es auf jeden Fall keine Bäume mehr zu geben, die wir abhacken können. Zumindest in der Stadt nicht. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn wir in der Stadt erstmal die ganzen Dekobäume abhacken, bei den Leuten in Vorgärten. Wären die, glaube ich, nicht so ganz glücklich mit. Naja. Ansonsten. Da nichts mehr. Da nichts mehr. Dann geht's ab nach Hause. Mir gerade einfällt, hatten wir unseren Hund nicht mit auf die Quest genommen? Warum ist er nicht mitgekommen? Gibt's da einen Grund für? Oder ist das bei den Tutorial-Quests, kommt er dann automatisch nicht mit? Das kann natürlich sein, dass man den dann erst nach den Tutorial-Quests, also jetzt quasi, effektiv abholen sollte. Egal, wir gehen mal in den Holzschrank und liefern dann die ganzen Holzscheite, die wir gesammelt haben. Lagern wir erstmal. Und das Kupfer natürlich auch. So. Das sind, wie gesagt, Dinge und die ganzen Wollsachen eigentlich auch. Die sind ja wahrscheinlich für den Nähberuf dann da. Deswegen packe ich den ganzen Kram auch nochmal kurz hier rein. Und das Leder natürlich auch. Dann lagern wir mal. Und können uns eigentlich dann mal kurz mit der guten, mit dem guten Flatterling unterhalten. Um zu gucken, was wir für Wonne gekriegt haben. Das Leben als Holzfäller. Lehrling-Holzfäller. Von den Stellen erfahren. Wunderbar. Gut, dann legen wir uns ins Bett. Schlafen ein Ründchen. Und beim nächsten Mal geht es dann mit dem Schürfen weiter. Also bis dann und auf Wiedersehen.